am 9. Mai 1950, also vor genau 70 Jahren, hat der damalige Außenminister aus Frankreich, Robert Schuman, die berühmte Schuman-Erklärung abgegeben, die die Gründung zunächst der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und dann die daraus entstehende Europäische Union begründet hat. Damit wurde ein revolutionärer Vorschlag Realität. 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Deutschland in den Kreis der westlichen europäischen Staaten als gleichberechtigtes Mitglied aufgenommen. Ich halte das für sehr bemerkenswert und wir sollten uns immer wieder darüber im Klaren sein, Europa fußt darauf, dass alle Staaten, sind sie klein oder groß, sind sie Gründungsmitglieder oder erst neu dabei, sind sie wirtschaftlich stark oder eher arm, alle gleichberechtigt sind. Das war für uns Deutsche damals eine sehr große Geste, die mitgeholfen hat, dass der wirtschaftliche und politische Wiederaufstieg Deutschlands möglich war und dass die Europäische Union am Ende diese Strahlkraft erringen konnte, die sie heute noch innehat. Diese Vision sollte uns Vorbild sein. Auch 70 Jahre später haben wir große Herausforderungen, die wir miteinander zu bewältigen haben. Gerade die jüngsten Ereignisse um die Pandemie, um den Coronavirus herum, haben gezeigt, dass wir nur miteinander in der Lage sind, die Probleme wirklich zu beherrschen. Allein kann kein Staat seine Menschen mit medizinischen Produkten versorgen. Ja, nicht mal die Lebensmittelversorgung funktioniert. Deswegen müssen wir miteinander dafür sorgen, dass Europa wieder auf die Füße kommt, dass wir miteinander die Chancen, die sich auf diesem Kontinent bieten, auch nutzen, den wirtschaftlichen Wiederaufbau, die Erreichung von Klimazielen und aber auch die Sicherung von Freiheit, Demokratie, Pressefreiheit für unsere Menschen zu sichern. Das ist der Auftrag auch 70 Jahre später, für den wir gemeinsam kämpfen wollen. Es lohnt sich.